Am Sonntagabend hat die FDP Rogell ihre zwei Kandidaten für die Wahlen 2013 nominiert. Dabei hat es keine Überraschungen gegeben. Denn die zwei Kandidaten sind der Gerold Büchel und der Rainer Gopp. Volkspaar.li hat sich mit beiden Kandidaten mal unterhalten. Wir haben einen Haufen angereist, aber noch nicht alles abgeschlossen. Ich denke, es gibt noch einiges, was ich gerne noch würde, weiterführen und auch abschliessen. Aber ganz generell, ich habe Spass an der Politik noch nicht verloren und entsprechend möchte ich mich gerne noch mal einsetzen. Ja, mir hat die Arbeit im Land einen grossen Spass gemacht. Es stehen grosse Herausforderungen für unseren Staat vor uns. Und es war für mich nicht der richtige Zeitpunkt, mich jetzt durch die Hintertür zu verabschieden, sondern es gibt nach 4 Jahren noch viel anzupacken, viel zu bewegen. Und darum möchte ich mich eigentlich noch einmal zur Verfügung stellen, zu kandidieren. Und ich hoffe, die Bevölkerung soll mir das Vertrauen schenken. Und was sind Ihre Ziele? Ja gut, Ziel kann es einen Haufen geben. Ich denke, es gibt einige wichtige Themen und für die möchte ich mich einsetzen, unabhängig davon, was ich denn für Präferenzen habe. Man muss die Themen annehmen, die das Land beschäftigen, die es weiterbringen. Ja, unser Ziel muss es sein, in erster Linie einen ausgeglichenen Staatshaushalt zu haben. Für das brauchen wir eine gute Wirtschaftspolitik, wir brauchen eine Vision und eine Strategie der Wirtschaftspolitik, dass wir dort auch Einnahmen generieren können. Persönlich möchte ich mich verstärkt auch für den Mittelstand einsetzen, dass wir auch der nächsten Generation einen enkeltaugliches Liechtenstein übergeben können, wo sie sich wohlfühlen und auch für die Leute finanzierbar ist.